Ganz herzlich möchten wir Sie begrüßen, alle Sie, die Sie uns heute zuschauen, alle die wenigen, die hier in der Kirche sind, aber Sie, die Sie uns an Ihrem Laptop, auf Ihrem Handy, auf Ihrem Tablet oder wo auch immer verfolgen. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Tatsächlich dauert es noch ein bisschen. Wir sind mit vielem vertraut, aber in manche Technik mussten wir uns doch tatsächlich erst ein bisschen einarbeiten. Gleich sind wir da. Gleich feiern wir Gottesdienst miteinander. Gleich kommen wir zur Ruhe. Für einen Moment möchten wir Sie noch um Ihre Geduld bitten und Ihr Verständnis. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlich möchten wir Sie willkommen heißen, heute am Heiligen Abend zum Gottesdienst hier in der Terstegenkirche in Düsseldorf. Normalerweise, wenn ich mich so umschaue, wäre diese Kirche an diesem Abend voll, voll bis auf den letzten Platz und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So war es in den vergangenen Jahren, aber in diesem Jahr ist nun einmal alles so ganz anders. Und dass ich hier in einer fast leeren Kirche mit den wenigen Mitspielerinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein kann. Ja, das ist schon etwas Besonderes, eine ganz besondere Atmosphäre. Wie so vieles, was wir in diesem Jahr erlebt haben, ist auch dieses Weihnachtsfest ganz neu, ganz anders. So werden wir es wahrscheinlich oder hoffentlich nicht wieder erleben. Und trotzdem, bei all dem, was uns in dieser Zeit wirklich Sorgen gemacht hat, was uns so viel an Fragen und Zeit gekostet hat, bin ich doch auf der anderen Seite unglaublich froh, dass es überhaupt möglich ist, jetzt einen Gottesdienst zu feiern, an dem Sie auch teilhaben können. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Im Namen Gottes, der sich hineinbegibt in diese Welt, der ein Kind wird. Im Namen Gottes, der mit all seiner Liebe hineinkommt in unsere Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der das, was er geschaffen hat, nicht loslässt. Amen. Schön, dass Sie jetzt dabei sind.
Wir wollen beten. Gott, heute feiern wir Weihnachten anders als sonst. Nicht in der Kirche, sondern zu Hause. Nicht mit der großen Gemeinde, sondern im kleinen Kreis. Nicht mit ganz viel Nähe, sondern mit Abstand. Gott, heute erinnern wir uns, du bist Mensch geworden. Dein Himmel öffnet sich und du kommst auf die Erde. Das Dunkel soll hell werden, bei uns und überall auf der Welt. Sei du heute besonders bei denen, die an diesem Tag allein sind, die kein Zuhause haben und die nicht mehr Weihnachten feiern können. Komm aber jetzt auch zu uns und sei bei uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ich lese aus dem Weihnachtsevangelium Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein in jede seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn heute ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da, bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Thank you.
Willkommen zum Christfest, ihr lieben Leute. Wie ihr seht, ist alles anders heute. Wie gern würden wir spielen für euch die Geschichte. Corona macht das doch leider zunichte. Damit es für uns aber irgendwie passt, haben wir die Geschichte kurz zusammengefasst. Zuerst Kaiser Augustus, der Befehle gibt und das Regieren über alles liebt. Heute habe ich mir in den Kopf gesetzt, mein ganzes Reich wird mal eben geschätzt. Jeder geht einfach zu seinem Herkunftsort und trägt sich ein in die Steuerlisten dort. So lasse ich alle Bewohner zählen. Sie müssen das tun, sie können nicht wählen. Ich bin der Kaiser und was ich sage, soll sein. Das war's, ich bin fertig, ich lasse euch jetzt allein. So ist es damals wie heute. Jemand schreibt ein Gebot und treibt damit so viele Menschen in Not. Auch Maria und Josef gehen los. Ganz weit fort von Nazareth ziehen sie zum anderen Ort. Das kleine Bethlehem ist ihr entferntes Ziel. Sie haben große Sorgen und davon ziemlich viel. Maria ist schwanger, sie erwartet ein Kind. Wie furchtbar, dass sie jetzt nicht zu Hause sind. Was ist es bloß für eine schreckliche Zeit? Maria, halt durch, es ist nicht mehr weit. Ich suche uns ein Zimmer, bestimmt finden wir was. Wir kommen schon unter, glaub mir das. Ich habe keine Angst. Josef, alles wird gut. Der Engel kam zu mir, Gott weiß, was er tut. Das Kind, das ich erwarte, wird ein Gotteskind. Ich freue mich, dass wir nun bald Eltern sind. Nach Israel, in dieses kleine Land, hat Gott seinen Engel Gabriel gesandt. Er sagte, Maria, Gott hat dich erwählt. Und dann hat er ihr von Gottes Plan erzählt. In Bethlehem schließlich ist es soweit. Im Himmel stehen schon alle Engel bereit. Der Himmel geht auf und Gottes Licht erhellt. In dieser Nacht die ganze Welt. Als Engel verkünde ich euch großes Heil und Frieden wird allen Menschen zuteil. Jesus wird für euch der Retter sein. Er wird die Welt von allem Bösen befreien. Steht nun auf, ihr findet das neugeborene Kind im Stall, wo sonst die Tiere sind. So klein macht sich Gott, so arm kommt er in die Zeit. Damit ihr es merkt, er teilt all euer Leid. Ein Hirte bin ich, ein einfacher Mann. Die Schafe zu hüten, ist das, was ich kann. Ich bin lange wach, auch in dieser Nacht. Bisher habe ich noch kein Auge zugemacht. Doch was sehe ich und höre ich? Ist es ein Traum? Der Himmel ist offen und Glanz füllt den Raum. Ich versorg noch die Schafe, dann will ich gehen. Was ist da passiert? Das muss ich verstehen. So erfüllt sich in Bethlehem, diesem kleinen Ort, in der Geburt Jesu Christi, das Gotteswort. Euch ist heute geboren, der Heiland der Welt, der für alle Zeiten das Dunkle erhält. Gott selbst wird ein Mensch, wird ein ganz kleines Kind, damit wir selbst wieder Menschen sind. Gott liebt diese Welt, zeigt uns ihr neues Gesicht. Darum freut euch alle und fürchtet euch nicht. Thank you.
Ich danke euch für euer Spiel. Ihr, die ihr den Engel, den Hirten Maria und Josef und natürlich den Kaiser Augustus hier für uns gespielt habt, in dieser so eingeschränkten Form, so wie es hier gerade bei uns in der Kirche möglich ist. Ja, und Sie alle, die Sie diesen Gottesdienst mitverfolgen, wo auch immer und wie auch immer, tja, wie feiern Sie Weihnachten an diesem besonderen heiligen Abend? Wie immer Sie das auch tun, wie immer ihr das auch tut, es wird wahrscheinlich ein Weihnachten werden, das wir alle so schnell nicht vergessen. Und vielleicht werden wir in vielen Jahren noch davon erzählen, wie es war an diesem 24. Dezember 2020, an diesem Corona-Weihnachtsabend, der so ebenso anders war als die anderen Weihnachten zuvor. Was haben wir alles vermisst in diesem Jahr? Was konnten wir alles nicht tun? Und was können wir selbst an diesem Abend nicht tun? Und wie schmerzlich, wie nahe kommt es uns, dass wir den einen oder anderen heute nicht bei uns, nicht in unserer Nähe haben? Vielleicht hat Weihnachten, vielleicht hat der Heilige Abend in diesem Jahr dann aber auch eine Botschaft an uns. Und vielleicht ja sogar etwas Gutes. Dass wir nämlich empfindsamer werden und dass wir auf eine neue Weise achtsam werden und gerade durch den Verlust spüren, wie wertvoll uns manche Dinge sind, die wir sonst so selbstverständlich nehmen. Vielleicht entdecken wir noch einmal neu den Wert unserer Familie, den Wert von Zusammenhalt, den Wert von Freundschaft, den Wert von guten Beziehungen und Nähe. Das wäre schön. Wenn das von diesem Weihnachtsfest bliebe, dann wäre es sogar auch ein Gewinn. Und vielleicht sind wir in diesem Jahr Weihnachten ja sogar näher an der Geburtsgeschichte von Jesus als sonst. Gerade weil wir spüren, dass eben nicht alles perfekt ist. Weihnachten, bitte, muss nicht perfekt sein. Dieses erste Weihnachten, diese Geburt Jesu in Bethlehem, das war alles andere als perfekt. Und würden wir uns hineinversetzen können in diese beiden Menschen, Maria und Josef, eigentlich viel zu jung, um ein eigenes Kind zu bekommen, dann würden wir merken, die haben so eine schwierige Zeit hinter sich. Eine Zeit, in der so vieles überhaupt nicht klar war, geregelt war. Dann dieser Befehl des Augustus, der sie dazu bringt, einen fremden Ort, einen für sie fremden Ort aufzusuchen. Die Umstände sind so, wie man sie einem jungen Paar, wie man sie einer Geburt überhaupt nicht wünschen möchte. Das mag man sich gar nicht ausdenken. Nicht in einem schönen, gesicherten, geborgenen Zuhause, nicht in einem Krankenhaus, wo man gut betreut oder gepflegt wird. Nein, unterwegs. Ein langer Weg liegt hinter diesen beiden. Und dann haben sie noch nicht einmal ein Bett, weder für sich noch für ihr Kind. Und dann muss dieser Stall und dann muss die Krippe mit Heu und Stroh herhalten. Das ist nicht idyllisch, das ist nicht romantisch. Die Geburtsgeschichte von Jesus erzählt alles andere als eine heile Welt. Das, was hier gerade passiert, ist so etwas wie eine Katastrophe. Und vielleicht ist das, was wir gerade erleben in den Flüchtlingslagern oder an den vielen Krisengebieten dieser Welt, der eigentlichen Geburtsgeschichte von Jesus so viel näher als unser vertrautes, heimeliges Weihnachtsfest zu Hause. So wie wir es kennen, so wie wir es immer feiern, so wie es uns vertraut ist. Ja, Maria und Josef, das Kind in der Krippe, sie sind gewissermaßen die Zeugen dafür, wie Gott es eigentlich mit uns meint. Gott kommt in diese Welt hinein, er macht sich so klein. Er begibt sich in die ärmsten Verhältnisse, er begibt sich in das größte Elend. Eigentlich da, wo die Not nicht schlimmer sein könnte, dahin kommt Gott. So als wollte er sagen, genau, das sind die Orte in dieser Welt, die ich selber sehen möchte, aufsuchen möchte, in die ich Licht bringen möchte. Überall dort, wo ihr einander Leid zufügt, überall dort, wo Krisen sind und wo ihr keine andere Sprache findet als die von Hass und Gewalt, möchte ich euch sagen, die Botschaft
des Himmels. Meine Botschaft an euch ist eine andere. Es ist Frieden für diese Welt. Es ist meine Liebe, die euch allen gilt. In dieser so wunderbaren und so verletzlichen, so heil- und friedlosen Welt möchte ich euch heute mein Heil, meinen Frieden, meine Liebe schenken. Ich finde es wunderbar, wenn etwas von dieser Botschaft bei uns am Heiligen Abend heute, aber in jedem Jahr ankommen würde. Ich habe in diesem Jahr so etwas wie einen Satz gefunden für Weihnachten. Der stammt nicht von mir, der ist von der Präses der Westfälischen Kirche von Annette Kurtschus. Er ist so einfach, dass er sich für mich quasi eingebrannt hat. Nicht wir retten Weihnachten. Weihnachten rettet uns. Nicht wir retten Weihnachten. Durch all unsere gut gemeinten Dinge am Heiligen Abend. Nein, das Fest liegt nicht in unserer Hand. Das macht uns ein anderer. Und ob Gott an Weihnachten bei uns ankommt und wie wir selber Weihnachten erleben und feiern, das ist noch einmal etwas ganz anderes. Eigentlich genau genommen ist Weihnachten Gottes große Rettungsaktion für uns, für jeden von uns, für diese Welt. Weil sie eben eine andere Botschaft hat, eine andere Sprache kennt. Eine, die sozusagen unmittelbar aus dem Himmel kommt und die davon erzählt, dass Gott Mensch wird, dass seine Liebe in dieser Welt überall ihren Platz finden möchte. Und dass da, wo wir aus diesem Planeten einen Ort machen, der kaum bewohnbar wird oder weniger bewohnbar wird, ist Gottes Botschaft an uns die: Macht es doch wie ich, werdet Mensch, werdet menschlich. Ja, vielleicht lassen wir uns das heute Abend gesagt sein. Vielleicht lassen wir uns diese Botschaft nahe kommen. Gott wird Mensch, damit auch wir Menschen werden können. Amen. Und der Friede Gottes, höher als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Für manche ist es tatsächlich heute Abend ein ruhiger Abend, eine stille Nacht. Verbinden wir uns miteinander, indem wir für sie singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber selbstverständlich sind sie eingeladen, zu Hause mitzusingen, mitzufeiern oder vielleicht auch einfach mitzusummen. Stille Nacht.
erstmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgefeiert haben, zu Hause, im Wohnzimmer. Wir freuen uns, dass Sie das tun, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Und wir möchten darauf hinweisen, dass auf unserer Homepage ein kompletter Gottesdienst noch zu finden ist und Weihnachtslieder. Was uns allen fehlt, ist das Weihnachtslieder singen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Und das können Sie die mithören bei YouTube und selber mitsingen zu Hause. Nutzen Sie dieses Angebot und ich sage erstmal ganz herzlichen Dank an alle, die diese ganze Arbeit gemacht haben, dass wir das auf die Homepage stellen konnten, die Gottesdienste, dass die Kinderkantorei mitgemacht hat, hier das Spiel, dass die Familie Blüming sich so eingesetzt hat, damit wir das alles anbieten können. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, die Sie das gucken. Wir möchten Sie einladen, an die zu denken, denen es nicht so gut geht. Sonst ist es Tradition, an Weihnachten für Brot für die Welt zu sammeln. Das geht jetzt so nicht, darum bitten wir Sie, wenn es möglich ist, für Brot für die Welt zu spenden. Hinweis dazu finden Sie auch auf unserer Homepage, sonst einfach Brot für die Welt suchen. Dann darf ich noch hinweisen, dass wir am zweiten Weihnachtstag einen Zoom-Gottesdienst feiern. Den Link finden Sie auch auf unserer Homepage um 17 Uhr. Und das wird ein Gottesdienst sein, wo man viel Musik hat, mitsingen kann, mit Instrumenten mitspielen kann. Also auch eine ganz schöne musikalische, runde Sache. Ja, soweit zu den Abkündigungen und jetzt wollen wir noch mal miteinander beten. Gott, heute am Heiligen Abend beten wir zu dir. Du hast dich selbst klein und arm gemacht. Sei an der Seite derer, die heute ohne Obdach und in Armut leben, die keine Zuwendung und Liebe erfahren. Schenke uns offene Augen und Herzen für sie. Wir beten für alle, die gerade schwer erkrankt sind und ihre Angehörigen, aber auch für die Ärzte und Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen, die schon lange und auch heute an der Grenze des Möglichen arbeiten, sei ihnen nahe und schenke ihnen Kraft für jeden neuen Tag. Wir beten für alle, deren Existenz gerade sehr gefährdet ist, die schon lange nicht mehr arbeiten können, für die vielen Familien, die gerade eine wirklich harte Zeit erleben. Bitte hilf uns allen bei der großen Aufgabe, als Gesellschaft und Gemeinschaft zusammenzuhalten und für die zu sorgen, die durch die Pandemie besonders betroffen sind. Gott, der du den Himmel geöffnet und Heil und Frieden für deine geliebten Menschen verkündet hast, schenke deiner wunderbaren und doch so zerstrittenen, heillosen Welt dein Heil und deinen Frieden. Sei überall dort, wo ein friedliches Zusammenleben nicht möglich ist, wo Menschen auf der Flucht sind und nirgends aufgenommen. Gott, komm zu uns, komm hinein in unser Herz, in jeden unserer Tage, in unser Leben. Lass uns alle menschlicher werden.
gemeinsam beten wir das Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott will uns beschenken an Weihnachten und jeden Tag und er schenkt uns seinen Segen für Weihnachten und für den Übergang zum neuen Jahr und fürs neue Jahr. So nehmt nun Gottes Segen und empfangt ihn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.
Und nun verabschieden wir uns von Ihnen und von euch. Wir wünschen euch allen einen gesegneten, einen frohen Heiligen Abend, ein gesundes Weihnachtsfest. Und wir verbinden das mit dem Wunsch auf ein gutes, gesegnetes und dann hoffentlich wieder normales Jahr 2021. Bleibt ihr, bleiben Sie gut von Gott behütet und seinem Segen befohlen. Wir sagen auf Wiedersehen aus der Terstegenkirche in Düsseldorf. Fröhliche, frohe Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten.